Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Und heute werden wir uns doch darum kümmern, zumindest zum Teil, um die Wiesen, also um Ballenproduktion. Und dazu müssen wir erst einen kleinen Umzug starten und uns eigentlich auch noch ein Gebäude kaufen. Aber da warte ich mal noch ein bisschen ab und besorge mir dann eventuell, muss dann überlegen, wie ich da noch an Geld komme. Mir fehlen noch ungefähr 14.000, die ich brauche. Und das Ganze soll eben dann uns das Leben etwas erleichtern. Ich weiß gar nicht, welche Straße ich hochfahren muss. Das war sie schon. Hätte ich mal früher schauen sollen. Wir werden heute unser Equipment für Ballenproduktion nämlich Richtung Schafe verlagern. Hier auf der Karte rechts unten bei der Mühle. Da haben wir noch ein bisschen Grünfläche. Die könnten wir oder werden wir heute bebauen. Nach Möglichkeit mit einem Solarunterstand. Dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld für das, dass das Zeug da rumsteht. So ist der Plan. Der Solarunterstand kostet aber über 35.000. Ah, warte mal, wir können hier noch was anderes machen. Nee, der steht gar nicht hier. Wir haben doch so wenige Ballen. Also Strohballen. Hier sind zwar welche, aber das sind gar nicht so viele. Toll, wie komme ich denn jetzt da dran? Wie habe ich den überhaupt da hingestellt bekommen? Wir werden jetzt das Stroh, was da noch rumliegt, mal in Ballen verwandeln. Abschalten. Achso, ich muss immer abschalten und dann an. Okay. Sonst haben wir nämlich gleich das Problem, dass uns hier überall Ballen durch die Gegend fliegen. Und das möchte ich nicht. Deshalb lade ich die einfach immer hier ab. Und dann haben wir die relativ geordnet. Relativ, sage ich, mit Absicht, weil geordnet sind die ja trotzdem nicht.
Aber wir können die dann mit dem Ladewagen. Naja, mit dem Wagen, der die Ballen auflädt. Gut, dann zusammen holen. So dass es alles sauber und ordentlich ist. So war das nicht geplant. Natürlich stören uns die Ballen, die da schon liegt, ein bisschen. Im Moment zwar noch nicht, aber gleich. Na, gucken wir mal, ob wir die rausschieben können. Na, mit ein bisschen Kraft, dann geht es. Moment. Und hopp. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. So ist eigentlich schon mal gut. Ich glaube, dass uns davon was nach innen gerutscht ist. Deshalb müssen wir gleich innen auch nochmal drüber fahren. Und das Stroh einsammeln. Ja, aber sieht schon mal akzeptabel aus. Nein. Aha. Immer bleibe ich an den Pfosten hängen. Das könnten auch nochmal zwei Ballen sein. Oder auch nicht. Warum kann ich das Zeug hier nicht aufnehmen? Muss ich das so kompliziert fahren? Ist ja öde. So, gucken wir mal, ob wir jetzt rankommen. Also es ist halt doof, es liegt genau an der Kante. So richtig kommt man da nicht rein. Nur mit einer Schaufel. Und eine Schaufel habe ich gerade nicht hier. Naja. Dann lassen wir das einfach mal so. Kann ich da... Habe ich da einen Frontladeranbau? Nee. Schade eigentlich. Aber ich glaube, wir haben eine Werkstatt am Haus. Kommt, glaube ich, nichts mehr aus, oder? Nee. Dann...
fahre ich denn hier für einen Murks zusammen? Gehe ich mal kurz gucken, ob wir hier eine Werkstatt haben. Und dann machen wir hier einen Frontladeranbau. Ich meine, da hinten sei einer. So, wenigstens mal im Trocknen. Konfigurieren. Der kann gar keinen Frontlader ranmachen. Das ist schlecht. Dann kann das nur der Masai, Case, den wir haben. Und den haben wir gerade nicht da. Naja. Wir holen jetzt auf jeden Fall noch das Mähwerk. Oh, den Schwader brauchen wir eigentlich auch noch. Und dann wird es eine kleine Optimierungsfolge. Optimieren der Fahrzeugstandorte. Halt. Muss auch mal sein. Wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Geld. 500 haben wir gerade nochmal gekriegt oder so. Deshalb wollte ich auch noch warten, damit wir so wenig Kredit wie möglich aufnehmen müssen. Weil das Haus brauche ich, also den Unterstand. Die Maschinen sollen trocken lagern. So eine Ballenmaschine, wenn die ganze Zeit draußen steht, geht natürlich irgendwo kaputt. Wir könnten auch kurz noch eine Feldmission machen, Adopt 2. Um ein bisschen Kohle zu verdienen. Ich stelle es, glaube ich, erstmal da bei der beim Ballenlager rein. Da ist es auch wassergeschützt. Oh, das mit der Ampel war aber knapp. Ups. Die Leute umgemäht, im wahrsten Sinn des Wortes. Naja. Ich weiß gar nicht, wo die Dolly steht. Haben wir überhaupt eine Dolly? Oh ja, die hängt sogar dran. Perfekto. So, ich guck mal, dass ich das beides hier reinkrieg. Sollte passend sein vom Platz her. Gerade überlegen. Eigentlich brauchen wir ja gar keinen neuen Unterstand. So, wir müssen nämlich die Strohballen ja auch noch wegschaffen. Und deshalb brauchen wir den Anhänger hier. Mehr Geld für Wolle. Ist es ein gutes Angebot oder ein schlechtes Angebot? Das ist jetzt die Frage. Werden wir gleich mal nachschauen. Ich meine, das läuft 13 Stunden. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis morgen um... Morgen früh um... 13 Stunden, 19 Uhr.
19 Uhr, 5 Uhr, morgen früh um 5. Oh, Sonne kommt raus. Wie schön. Vielleicht können wir den Schwader sogar nachher an das Gerät hier hinten dranhängen. Müssen wir mal schauen. X was. Oi, oi, oi. Ja, und jetzt? Aha. Den brauchen wir im Moment sowieso nicht. Achso. Dann nehmen wir den hier mal. Da können wir auch hallo? Da können wir auch die Gabel vorne dran machen, das weiß ich. Der Case hat einen Frontladeanbau. Ah. Anhänger plus Traktor auf die Seite gelegt. Schlechte Sache. Müssen wir mal kurz zur Rettung vorbeikommen. Und inzwischen brauchen wir auch nur noch knapp 11.000. 12. Waren ja, als ich es gesagt habe, noch 2.000 mehr, die gefehlt haben für den Unterstand. Ich hoffe, dass der sich all wieder komplett hinstellt, wenn ich an den Anhänger hinten dran fahre. Ja, so war die Hoffnung. Komm. Hier hilft die Pflegebereifung natürlich gar nicht. Nee. Können wir wohl vergessen. Na. Ah, wir haben doch eine Ballengabel. Ha! Ist nur die Frage, ob die auch an den Dinger unten dran passt. Komm. Jawollo. Also an den einen Mini-Lader. Ah, wenn's Fahrzeug umfällt, geht der Motor aus. Finde ich interessant. Ah, der ist schon voll.
Fahren wir das auch mal hier in den Unterstand. Oder wir lagern's. Ne, ich lager's drüben gleich. Oh, schon wieder so ein Bug. Alter, was ist denn los heute? Wenn du jetzt so arg einlenkst, dann verbuggt sich's. Aber dann machen wir kurz mal Folgendes. Holen wir erstmal alle Ballen weg. Dann können wir die da ordentlich drauf stapeln. Passt sogar von der Entfernung zur Wand. Zumindest fast. Moment, ich muss richtig rumlenken. Nein! Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich die noch höher stapeln soll. Und ich hoffe jetzt, dass er mir nicht die falschen Ballen auflädt. Nee. Passt perfectly. Machen wir vielleicht in der nächsten Folge, oder ich hänge es hier hinten noch mit einer Timelapse dran, dass wir die Ballen alle oben drauf noch platzieren. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar, und bis zum nächsten Mal. Ciao.